Wir haben heute für euch... Und das für Einstieg. Aber von der Inselbrauerei, von der Rügener Inselbrauerei, das Baltic Stout. Baltic Stout von der Rügener Inselbrauerei. Haben wir zugeschickt bekommen vom Olli. Oh. Und... Da hat er sich ganz schön in Kosten gestürzt, ne? Weil die sind gar nicht günstig, sage ich jetzt mal, ne? Ja. Die lassen sich das schon bezahlen, was sie da erschaffen. Treue Fans, ne? Mhm. Was soll man dazu sagen? Nee. Das ist die Butter auf unserem Brot. Ich will es gar nicht ins Lächerliche ziehen, aber es ist wirklich so. Ja, komm, wir machen es wirklich weiter. Die Butter in unserem Brot auch schön. Und zwar wurde sich das auch von Zuschauern gewünscht und deshalb hat sich das ganz gut angeboten, dass wir natürlich sagen, ja klar, dann lass uns doch mal hier, ne? Lass uns doch das mal probieren. Inselbrauerei ist total bei uns gerade in also Süddeutschland zumindest, in echt fast allen Getränkemärkten zu kriegen. Ja, überall, ja, und dann immer in so Holzkisten. Überall kriegst du die... Und meinst du, die haben da irgendwie eine Vermarktungsstrategie, die sie gerade fahren? Ich weiß es nicht. Also der Geschäftsführer war früher von der Störtebeker Brauerei. Weißt du schon, Stralsund. Echt? Ja, der hat sich da vermutlich abgeseilt und hat dann diese Rügener Inselbrauerei aufgemacht. Mhm. Hat er die ganzen Vermarktungsstrategien wahrscheinlich mitgenommen. Mhm. Diese Störtebeker Brauerei hat ja auch so ähnliche Biere eigentlich gemacht. Und ich meine, dieses Baltic Lager ist von Störtebeker gewesen. Da haben wir es mal probiert, das war lecker. Mhm. Ja. Und jetzt gibt es ein Baltic Stout. Naja, okay, das ist halt auch diese örtliche oder diese räumliche Nähe zum Baltikum. Ja, was haben wir denn? Ein Baltic Stout. Mhm. Was sind das für ein Bierstil? Wahrscheinlich Stout. Ja. Aber Baltic Stout ist ein bisschen sowas, ist ja deren eigene Benennung, oder? Ja, kann ich dir jetzt gar nicht sagen, weil ich wusste auch nicht, was wir trinken. Wir haben hier Gerstenmalz, Weizenmalz, Hafermalz, eher ungewöhnlich. Ja. Traubenzucker und Naturhopfen. Traubenzucker. Traubenzucker, ja, braucht es für dieses Bier, weil das Besondere an dem Bier ist, dass es eben zu 100% flaschenvergärt ist. Ja. Heißt, da kommt dann immer noch ein Zucker mit in die Flasche rein. Reifung. Oder Flaschenreifung. Nee, Gärung. Flaschenvergärt. Also ist quasi der Reifung. Reifung. Ich glaube nämlich Reifung. Natürlich Reifung. Also, ich weiß nämlich, dass bin verwirrt, weil der Zucker, was ich damit sagen möchte, ist, der Zucker in der Flasche, der wird noch nach vergoren quasi von der Hefe. Und der verschwindet dann, ist also kein Zucker, kein Restzucker mehr übrig durch diese Flaschengärung. Aber das ist jetzt nicht ungewöhnlich, aber es ist natürlich eine Reifung, ganz klar. Vergoren wird es natürlich in den Gärtanks. Die machen nein? Nein! Bottiche, offen. Wir haben offene Gärbottiche. Das ist aber interessant. Ja. Jetzt möchte ich mehr wissen. Aber ich finde es interessant, jetzt pass auf. Also, die haben offene Gärung, Wahnsinn, ja. Das haben sie gesagt. Und was ich noch sehr viel geiler finde, die schmeißen Naturhopfen rein. Also keine Pellets, sondern die nehmen die ganzen Hopfendolden so handvollmäßig. Aber dann nur zusätzlich, oder? Also wir brauen nur mit Naturhopfen. Nur ganze Dolden kommen in den Sudkessel. Ey, die schütteln. Was ist denn da los? Das ist ja, die stellen ja alles auf den Kopf. Hm. Dann müssen sie ja... Ist ja bald wie früher. Dann müssen sie ja... Tonnen. Also du musst ja... Ja, aber ist doch dasselbe. Ist halt bloß das Volumen größer. Ja, nein, ich rede vom Volumen. Also du musst ja wahnsinnig viel Hopfen... Ja. So weißt du noch, wie viel wir gepflückt haben da mal beim Hopfenpflücken? Beim Meisel, ja. Da haben wir... Das waren solche Berge. Und dann ist quasi... Ist das so viel wie eine Handvoll Pellets. Mhm. Ja, okay. Bin ein bisschen aus dem Konzept. 7,5% Alkoholvolumen. ÖH. Wir haben ein Imperial Stout, das ist die offizielle, ist die offizielle. Was bedeutet das Imperial? In der offizielle Bierstil. Imperial ist, glaube ich, einfach nochmal ein stärkeres Stout. Haut richtig rein sozusagen. Genau. Ja. Als Genussanlass ist es als Digestive wird es empfohlen. Okay. Also schön nach dem Essen
Mit einer Bitterschokolade oder einem Kuchen passt es gut zusammen. Hallo? Ja, habe ich halt vorher nicht drauf geguckt. Mhm. Hätte ich einen Kuchen besorgt, wenn ich das gewusst hätte. Hätte Fahrradkette. Hätte. Nee, würde Fahrradkette. Ja, ja. Also mach das Ding mal auf. Hau jetzt mal das Ding halt einmal auf. Das Schöne ist, da muss man erst... weißt du, was mich interessieren würde? Dürfte man dieses Bier in Amerika so trinken? Weil es ja quasi schon ist in... Ist ja altbackt, ja. Schon... weil es nicht neutral ist. Wir nehmen den anderen, oder? Nicht neutral ist. Von was für einen anderen? Ach so, wir haben einen neuen Flaschenöffner. Ja, wir haben einen neuen Flaschenöffner. Das ist der nicht, weil er da hinten steht. Mhm. Oh, schau mal, wir haben das Regal leer gelassen. Was ist denn da los? Ja, ihr könnt ja mal wieder was schicken. Schau mal, das ist, weil der so exklusiv da drin steht. Mhm. Deshalb. Exklusiv, Ralf hat uns einen Flaschenöffner besorgt. Ich wurde darauf hingewiesen, dass es sowas gibt. Ich habe ihn bestellt. Was? Du hast dich drüber gefreut. Aber er funktioniert nicht gescheit, habe ich den Eindruck. Entweder kannst du mit dem Teil nicht richtig umgehen. Ich kann mit zu großen Teilen nicht richtig umgehen. Wirklich, ich weiß nicht, wie es geht. Ja? Ich auch nicht. Ja. Und? Ganz ehrlich, ich habe immer Angst, wenn du das von der Seite machst, dass du dann abbrichst. Na, ich mach's so, schau. Weil richtig gut ist er nicht, ne? Naja, der muss halt, der tut's aber auch mit der Koppel richtig hier, ne? Ja. Du musst mir der Eichel das anhieben. Es ist nett wirklich, also gut ist er nicht wirklich. Nee. Also er ist total lustig, aber er funktioniert null. Die Erfahrung habe ich auch gemacht beim ersten Versuch. Ich mache das jetzt extra so, damit der Ralf nicht alleine da ist. Ja, ja, genau. Damit ich nicht wieder meine Depressionen kriege, weil du immer besser bist. In allem. In allem, ja. Oh, schau. Es hat ungefähr genauso lange gedauert wie es. Da habe ich von deiner Frau auch schon mal sowas gehört. Ja, eben, deswegen sage ich es. Ich stehe da dazu. Ja, er stochert immer fürchterlich neben mir herum. Wow. Gottes Willen. Schau mal her, wie dunkel. Das sieht aus wie Kaffee. Das ist Kaffee, vermutlich. Oh mein Gott. Warte, wie das duftet. Das ist ja der Wahnsinn. Aber jetzt ist es trüb. Es ist schwarz. Es ist wie ein schwarzes Loch. Das absorbiert alles an Licht, was es hier in diesem Studio gibt. Du kannst nicht mal irgendwie annähernd durchgucken. Gar nicht. Also selbst wenn wir es direkt gegen unsere Studiolampen halten, ist gar nichts zu sehen. Gar nichts. Es ist nur noch schwarz. Ja, und wir haben im... Ja, hauer. Oh, lecko mio. Also super schön, also super brauner Schaum, ne? Selten so braunen Schaum gesehen. Das sieht aus wie ein mega großer Espresso. Ja, ich wollte es gerade sagen. Wie so ein Riesenkaffee. Das ist ein Riesen-Espresso in kalt. Ja, kalt ist er. Hm? Aber er duftet ähnlich. Zwar nicht ganz so intensiv wie so ein Espresso, aber er duftet schon. Viel, aber total süßes Malz, ne? Süßes, dunkles Malz, wie ein Malzbonbon. Ganz süß. Naja, aber irgendwas ist noch das... Warte mal. Naja, Kaffee, finde ich. Na, ist auch ein bisschen so Schoki. Kalter Kaffee und Schokolade. Ja, aber das ein Schoki. Wundert uns jetzt gar nicht bei dem Stout. Wenigstens da ist die Schokolade. Wow. Wollen wir? Ja. Nachdem sind wir platt. Oh, wonderful. Oh, leck. Und vor allem hinten raus. Oh, leck. Tabak. Mhm. Aber richtig. Als würdest du an der Zigarre lutschen. Das ist ja irre. Ich bin ja nicht so der Rauchertyp, aber... Das ist interessant. Ja, das ist mega interessant. Das muss man echt sagen. Erst Kaffee, dann Schoki, dann nimmt man es im Mund. Alles ist total super fein verperlt. Und das Witzige ist, es ist null süß, sondern es ist eher säuerlich. Ja, ja. Also du hast... Das ist kein Nachtisch. Den man erwartet, so einen süßen Nachtisch. Und zwar... Wo ist denn da der Traubenzucker? Ja, weg. Der wird ja weg vergoren. Und zwar im Abgang hat man tatsächlich so eine... Hat man tatsächlich so eine...
Oh, wow. Das ist der Wahnsinn. Die Verperlung ist unglaublich. Das schmeckt wie eine kalte Pfeife. Wenn du an einer Pfeife, ich hab nie eine geraucht. Pfeife in den Mund nimmst. Echt? Die nicht an ist. Genau so schmeckt das im Abgang. Obwohl ich Pfeife ja mag, den Geruch. Pfeife ist, ich hatte mal ein Theaterstück, musste ich mal spielen, da war ich ein Detective und musste immer Pfeife rauchen. Also nicht rauchen, aber da hat quasi als Tick hat er immer seine Pfeife eben so im Mund gehabt. Also die nicht angezündete Pfeife. Und da hast du diesen Tabak geschmeckt, der da halt an diesem Pfeifenende da noch dran war. Diesen kalten Tabak. Magst du sowas? Naja, nee, nicht unbedingt, aber es ist interessant bei dem Bier. Ja, es ist interessant, aber es ist jetzt nicht meins. Es ist super geil gemacht, das muss man dazu sagen. Aber ich finde es ein wenig sauer. Es ist ein bisschen säuerlich, ja. Bisschen säuerlich ist es, aber ich finde, es macht gar nichts aus. Es ist mir lieber, als wenn es so süß wäre. Ich hätte jetzt eine Nuance Süße mehr präferiert. Eine Nuance, ja. Aber stell dir jetzt mal vor, du hättest jetzt da so einen süßen, so einen, wie heißen sie, diese Schokoladenkuchen mit flüssigen Kernen. Oh, hör auf. Und du würdest dann dieses Bier, dann würde es wieder perfekt passen, weil dann ist das eh schon so süß. Genau, das gleicht es dann ein wenig aus. Also es ist genau das, was beschrieben wird. Es ist ein Digestiv-Bier. Es ist für danach in jeder Form. Aber bloß ein halbes Glas, würde ich sagen. Ne? Ja. So was teilt man sich. Ja, ja, ja. Also ganz... Ja. Nee, doch. So das, wie wir es jetzt eben machen, so teilen. Echt? Ich glaube, ich würde es noch weniger. Genießen und einfach so ein bisschen... Aber es ist perfekt gebraut, das muss man mal wirklich sagen. Also das ist schon Endstufe. Bei der Säure würde mich interessieren, ob das Absicht ist oder ob das vielleicht hinten raus, je länger man wartet, tatsächlich übrigens saurer wird auch. Also je länger das Bier nicht verwendet wird. Weißt du, wie ich meine? So vom MHD ist ja so ein Stout jetzt nicht so das Problem, aber würde mich interessieren, ob das vielleicht aber ich finde es süßer ist. Jetzt war es ein wenig gestanden und jetzt ist es noch extremer. Und ich finde, jetzt geht es dann langsam Richtung richtig kalter Tabak. Ja. Denn jetzt ist es mir zu eich. Ja. Jetzt müsste ich ja Schokolade essen dazu. Sofort. Um es irgendwie auszutigern. Das passt. Ich finde, das passt. Das gefällt mir gut. Probiert es mal aus. Baltic Stout von der Insel Brauerei. Muss man über die Lippen gehen. Da meint man ist gerade in einer Raucherkneipe gewesen. Oder? Und dann schreibt uns mal, was ihr davon, was ihr davon haltet. Meine Frau wird nachher fragen, hast du eine Raucherin geküsst? Ja. Der Alex. Der Alex hat wieder Pfeife geraucht. Und hat mich dann geküsst, oder was? Genau. Das erlaubt sie. Das erlaubt sie. Okay, dann nehmen wir das als Alibi. Und zwar immer. Immer. Okay? In jedem Fall. Immer. Ja. Leute, danke für eure Aufmerksamkeit. Wir kommen wieder. Wir versprechen es. Nach der Sommerpause. Lass doch erstmal Sommer werden, bevor du schon wieder eine Pause ankündigst. Ah, letztes Wochenende war schon fast Sommer. Wie oft hast du gegrillt? Gar nicht. Einmal? Ich grille überhaupt gar nicht. Außer mit mir mal ab und zu. Grillen mache ich erst, wenn es so ist, dass ich im T-Shirt draußen hocken kann. Und zwar entspannt. Und dann mit einem schönen Sommer-Ale neben dem Grill sitzen. Dann grille ich, aber doch nicht Feuer. Warum? War doch warm. Du bist ja auch abgehärtet. Du bist ja jemand, Mit so einem Muschi wie du. Genau. Da steh ich dazu. Ich bin die Muschi in unserer Beziehung. Das stimmt sogar. Und er ist der Typ. Der Checker. Ja. Das hasse ich ja, den Ausdruck. Gott, wie ich den hasse. Der Macher und der Checker. Bin so froh, dass ich so eine starke Seite an mir habe. Genau, und ich bin der Tolerante. Genau. Auch. Du hältst hin. Ja. Da, nochmal, komm. Schau, jetzt geht's schon wieder los. Gottes Willen. Weißt du was? Die paar wenigen, die uns noch nicht kennen, die haben jetzt einen Eindruck von uns bekommen, der richtig ist. Der echte. So. Der echte Beziehungsstatus sozusagen.
Lasst es euch gut gehen. Wir lassen es uns jetzt auch gut gehen. Zimmer Schokolade her. Ciao.